Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ahnung. Nein, ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Auch Maud Gosteli ist für das Frauenstimmrecht, wie Petra Wolpes Hauptfigur Nora. Doch Gosteli wächst in einem politischen Haushalt auf. 1966 argumentiert sie gewitzt, dass es bereits im 19. Jahrhundert eine Form von Mitbestimmung für Frauen gab. Fräulein Gosteli, wie ist das mit dem Frauenstimmrecht im letzten Jahrhundert? Ja, wenn wir vor ein paar hundert Jahren gelebt hätten, meine Mutter, meine Schwester und ich, dann hätten wir das Stimmrecht auf dem Hof auch gehabt. Das steht da in dem Gesetzesbuch von 1833 und 1852. Gosteli und andere Aktivistinnen müssen vor allem gegen Vorurteile ankämpfen, etwa, dass Politik Frauen von einer anderen Aufgabe ablenke. Wenn Frauen voll Stimmrecht haben, sind wir lösen. Es brauchte wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, Schulungsarbeit, um die Männer dazu zu bringen, endlich Ja zu sagen. Das war der einzige legale Weg. Und wir haben es fertiggebracht, mit Ausnahme von Appenzell. Mit 64 Jahren beginnt Gosteli mit dem Sammeln und Archivieren von Dokumenten und schafft so ein historisches Gedächtnis der Frauenbewegung. Sie hat einfach gemerkt, dass ihre Freundinnen sterben, ins Altersheim gehen und dass eigentlich die ganze Geschichte der Frauen auf dem Müll landet, wenn nicht jemand die Sachen sammelt, und das war sie. Und man muss vielleicht dazu sagen, die Staatsarchive haben staatliche Quellen gesammelt, und weil die Frauen nicht im Staate waren, sind die eben rausgefallen. Und so, denke ich, kann man sagen, sie hat die Papiere der Frauen gerettet und damit die Geschichte der Frauen gerettet. Maud Gosteli, ihr Archiv ist ein Vermächtnis an die Frauen und für sie ein Beweis dafür, dass in diesem Land viele gescheite Frauen gelebt hätten.